Ja, heute am Sonntag, der 14. Juni, gibt es natürlich mal wieder ein paar Sonntagskracher vom Olli. Aber ich habe mir echt mal die Mühe gemacht und habe mal ein paar Kommentare ausgedruckt. Obacht! Also vielleicht, also einfach nur ein Hinweis. Eine oder andere könnte richtig böse sein, frauenfeindlich, FSK 18, wüst, anrüchig, aber macht euch selber ein Bild. Ja? Zum Beispiel vom Uwe. Hey Karl, deine Frau war doch zur Kur, ist sie durch die Schlammpackung jetzt schöner geworden? Am Anfang schon, aber jetzt bröckelt das Zeug wieder ab. Aber jetzt bröckelt das Zeug wieder ab. Dann vom Heavy Metal Rocker. Nach dem Unfall kommt ein Mann ins Krankenhaus, sagt die Schwester, sind Sie verheiratet? Da sagt er, ja, aber die Verletzungen stammen vom Autounfall. Sind Sie verheiratet? Nein, die Verletzungen stammen vom Autounfall. Wer aber nach wie vor, der Harald zum Beispiel, Fragewitze, es hat ja auch viel zu wenig Fragewitze erzählt, ja. Was macht ein Mathematiker am Morgen? Er zieht die Wurzel aus einer Unbekannten. Sehr großartig, aus einer Unbekannten. Dann, oh Jesus, nein. Der T-Punkt, jetzt wird's aber Obacht. Was ist der Unterschied zwischen einem runden Tisch und einer hässlichen Frau? An einen runden Tisch geht immer noch einer dran. Pfui Teufel. Den verachte ich, den erzähle ich nicht mehr. Und dann... Natürlich, wow. Matthias, einer meiner Witzegaranten. Wow. Eine stark übergewichtige Frau liegt beim Gynäkologen auf dem Stuhl. Meint er, können Sie mal flatulieren? Sagt sie, dient das der Untersuchung? Dann sagt er, nein, der Orientierung. Dient das der Untersuchung? Nein, die Orientierung. Ei. Und dann aktuell habe ich persönlich noch einen Lieblingsfragewitz. Und dann seid ihr mir los. Habe ich noch einen Lieblingsfragewitz. Wie hieß die Ex-Frau von Kim Jong-il? Kam Jung um. Die Ex-Frau. Hoppla. Nochmal, ich habe es ein bisschen verhustet, aber nochmal zum Abschluss. Wie hieß die Ex-Frau von Kim Jong-il? Kam Jung um. So, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Ich werde jetzt aufgrund meiner mir antrainierten Corona-Figur werde ich jetzt ganz entspannt zu Fuß zum Bäcker laufen. Der macht jetzt schon auf. Und da gibt es ein schönes Frühstück. Und ihr wisst ja, bleibt bitte alle gesund, werdet gesund. Verliert niemals den Humor, sonst wird es bitte ernst. Und am anderen Ende war der Olli. Ich muss aber noch einen Gruß loswerden. Gestern war ich beim Feuerwehrmann meines Vertrauens, beim Thomas Burkert, auf dem 40. Geburtstag. Thomas, wir sind Buddies forever. Rigoberts forever. Peace and love.